Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Mittwoch, dem 28. September. Ich grüße Sie ganz herzlich und wir wollen heute auf zwei Währungspaare schauen, die mit dem Euro zu tun haben. Den Beginn macht hier das Major Pair Euro-US-Dollar und interessanterweise ist dieser, sowie das zweite Paar, was im Fokus steht, Euro gegenüber Australdollar, heute hier in dieser Top 15 Heatmap ganz klar hinten abgeschlagen vorzufinden. Der US-Dollar zeigt sich heute ohnehin ein Stück weit stärker und das wollen wir jetzt ein Stück aufarbeiten. Vor dem Hintergrund das, und da muss ich heute auf die Terminübersicht mal hinweisen, heute Mittwoch, 28. September, haben wir hier definitiv am Nachmittag einiges an Action. Die EZB, sowohl auch die US-Fed, wird hier mit ihren Präsidentinnen sozusagen hier entsprechende Reden halten. Das könnte hier sehr, sehr spannend werden. Dann auch noch hier von einem Fed-Präsidenten der Länderregion sozusagen hier, James Bullard, wird hier auch sein Bestes geben. Und dann hier unten auch noch 19:30. Sie sehen einige Events heute, gerade aus den USA gibt es einige Reden, wo dann hier immer wieder mal ein Impuls auch erwartet wird. Janet Yellen natürlich als Chefin hier definitiv sehr, sehr interessant. Aber es kann auch dann immer noch ein Störfeuer am Abend geben. Das gilt es ein Stück weit zu berücksichtigen. Insofern heute ein sehr, sehr interessanter Tag. Gehen wir hingegen auf den Euro gegenüber US-Dollar mal im Tageschart ein. Ja, dann ist interessant ein Stück weit relativ zu sehen. Denn Sie wissen ganz klar, dass wir hier in einer groben Seitwärtsrange uns bewegen. Übergeordnet sowieso seit über einem Jahr. Aber hier auch jetzt im Tageschart klar ersichtlich, dass wir hier ja, seit Ende August in einer Range uns bewegen, die sich hier im Bereich 1,1150 etwa auf der Südseite und jetzt hier mit dem frisch bestätigten Widerstand 1,1265 rund auf der Oberseite hier einfangen lässt. Und Sie sehen auch hier die grauen Pfeile. Wir hatten unlängst schon eine Analyse hier im Devisenradar zum Major FX per Euro US-Dollar abgehalten und eben festgestellt, dass es interessant wird, wenn diese Level hier entsprechend überboten, Schrägstrich unterschritten werden. Und bislang ist nichts passiert. Aber umso spannender dürfte die Situation heute Abend werden, Schrägstrich in den nächsten Tagen. Und dabei gebe ich Obacht im Sinne dessen, dass Sie hier die Levels im Auge halten sollten, sofern es hier einen entsprechenden Tagesschlusspreis gibt, könnte sich hier Momentum entwickeln. Leicht zu favorisieren wäre ein möglicher Durchbruch auf der Südseite. Soll heißen, wenn wir hier unter 1,11 insbesondere gehen, unter diese Trendlinie, unter diese Tiefs hier vom August, vom September, also hier ein neues Mehrwochentief. Das ist natürlich dann eine Situation, die sehr, sehr scharf enden könnte und auch sehr, sehr dynamisch, was beim Euro gegenüber US-Dollar dann praktisch hier zu einer weiteren Verkaufswelle führen sollte, die in Richtung 1,10 geht. Und das wäre jetzt in Anführungszeichen mal ein präferiertes Szenario. Und der Weg gen Süden, sofern er eben nach unten ausbricht. Ohne Ausbruch definitiv kein Signal. Alternativplan wäre, je nachdem, was da heute Abend auch aus der Fed kommt, beziehungsweise in den nächsten Tagen, wie der Markt sich hier zeigt, über 1,1270 hier sicherlich dann Potenzial auf der Oberseite bis 1,1450 roundabout. Also es ist auf jeden Fall mit Potenzial, mit Bewegungspotenzial zu rechnen, sofern die Märkte hier mal in Fahrt kommen, beziehungsweise Euro-US-Dollar viel mehr. Und dann kann es hier eben auch relativ schnelle Action geben. Aber zwischen dieser Zone ist alles eher ein Pendelfaktor, insofern würde ich es hier nicht übertreiben wollen. Aber ein Ausbruch kann hier definitiv interessant sein. Was sagt die Saisonalität dazu? Das haben Sie vielleicht eingangs schon gesehen. Eher mau. Wir kriegen hier mit Blick auf die nächsten 20 Tage nur eine grobe Seitwärtsrange mit Blick auf die nächsten 40 Handelstage in den November auch hinein, sehen wir hier eine leicht abwärts gerichtete Tendenz, was im Prinzip auch hier den Bias ein Stück weit beflügelt, dass der hier nach unten ausbrechen könnte, Euro-US-Dollar. Also hier der US-Dollar selbst eben auch eine Stärke erfahren kann. Wäre jetzt meines Erachtens hier durchaus ein präferiertes Szenario und spricht eben dafür, dass wir hier beim Euro-US-Dollar erstmal nach unten wegbrechen. Im groben, großen Bild würde aber dennoch nichts passieren, wenn wir hier mal auf den Wochenchart gehen. Das ist hier im Prinzip die grobe Range. Sie kennen das oben 1,1450, was dann praktisch bei einem Ausbruch Intraday ein kurzfristiges Ziel auf der Oberseite wäre. Und wenn wir hier unter die 1,11 eben gehen, ja, dann kann es hier einerseits bis 1,10 circa gehen, aber hier auch starke Unterstützung 1,08 etwa. Grob die Range aber hier zu sehen, 1,08 auf der Südseite und 1,1450 auf der Oberseite. Hier der Spike mal außen vor gelassen. Ende 2015 haben wir hier eine riesen Range, die aber meines Erachtens früher oder später gewiss aufgelöst wird. Hier muss man einfach nur einen langen Atem haben, beziehungsweise mal schauen, was passiert. Dann dürfte auch die Volatilität beim Euro gegenüber dem US-Dollar wieder anziehen. Gehen wir zum zweiten Paar. Euro-Australdollar. Sehr, sehr interessant. Hatte jüngsten Ausbruch, den ich bullisch sah.
Deswegen auch hier natürlich keine Zurückhaltung in Sachen der Tendenzpfeile von damals. Die sind im Chart geblieben. Sie sehen es auch hier. Aber Sie sehen auch, dass hier der Alternativplan zog. Also sprich hier diese Ausbruchskerze, die wir hier gesehen haben, vom 13. September. Sehr, sehr stark. Es ging auch noch ein Stück weit hoch. Die Idee eines Pullbacks vollzog sich auch hier im Bereich 1,49. Eigentlich eine schöne Chance, um hier wieder aufzuspringen und den Move in Richtung 1,52 mitzunehmen. Das war im Prinzip hier der Plan. Dass das Währungspaar diese Abwärtstrendlinie hier seit 2015, hier Sommer 2015, sehr schön mehrfach touchiert, dass wir genau diese anlaufen. Und mit der Ausbruchskerze vom 13.9. ergab sich im Prinzip auch dieses Setting. Wir hatten auch einen bullischen Bias dahingehend beim Euro, aber letztlich versiegten die Kräfte. Und dann gab es eben hier diese Umkehrkerze erstmal wieder zu deutlich unter 1,49. Dann hier diese auch ähnlich große Power Candle vom 9. September komplett relativiert. Und jetzt sieht es tatsächlich so aus, dass wir auch im Zuge dessen, dass wir den Euro, wie gerade ja auch schon eingeschätzt, gegenüber dem US-Dollar ein Stück weit schwächer sehen könnten, dass im Prinzip jetzt hier diese Unterstützung knapp um 1,44, 1,45, 1,44, 50, Sie sehen es hier, dieses Level, hochinteressant. Das Rechteck mal kurz kopieren. So. Machen wir das mal kurz weg, um hier noch ein Stück weit dran spielen zu können. So, das ist die Zone, die ja definitiv von Interesse ist. Und die weite ich mal ein Stück aus, um das Bild ein bisschen klarer zu machen. Ziehen wir ein Stück runter. Das ist ein Level, Sie sehen es, seit 2015 mehrfach angelaufen. Und meines Erachtens stehen die Chancen gut, dass das Währungspaar jetzt bis dahin kippt. Auch in dem Fall übrigens das britische Pfund anfällig, hier weiter zu fallen. Und das wäre hier auf jeden Fall ein Test der Marke von 1,4450, vielleicht 1,44 sehen. Und dann muss ich entscheiden, was passiert. Dreht der Euro weiter gen Süden, dann kann es hier auch zu einem Ausbruch nach unten kommen, was natürlich hier dann einem ganz klaren Verkaufssignal gleichkommt. Aber hier auch Obacht, es ist natürlich denkbar, dass das Währungspaar auch hier eine Unterstützung erfährt und wie zuletzt praktisch gesehen hier möglicherweise wieder nach oben zieht. Also der Bereich 1,44, 1,45, sehr, sehr interessant. Kurzfristig rechne ich hier auf jeden Fall noch mit einer weiteren Schwäche. Wir machen das mal ein Stück kleiner, so sieht es besser aus. Kurzfristig rechne ich mit einer möglichen Fortsetzung der Schwäche. Das ist auf jeden Fall anzunehmen. Aber wie es dann hier weitergeht, das wird sehr, sehr spannend sein. Deswegen hier auch neben dem Euro gegenüber dem US-Dollar, der Euro gegenüber dem Australdollar im Fokus. Kurzfristig weitere Schwäche. Was dann passiert, muss man abwarten. Abprall nicht ausgeschlossen. Das würde dann hier von einer entsprechenden Bewegung nach oben sprechen, die auch durchaus dynamisch ausfallen kann. Da reden wir eben über einige hundert Pips, die es hier nach oben gehen könnte. Inwiefern sich der Euro-US-Dollar da verhält, das bleibt mal abzuwarten. Aber sollte es eben hier, und das muss man auch auf der Pfanne haben, nicht zu einer Stabilisierung kommen und der Preis ein neues Mehrjahrestief machen sozusagen, dann kippt das Setting natürlich hier deutlich bärisch gen Süden und dann hat man hier einiges an Luft nach unten. Da wären hier sicherlich die Shortseller ganz groß dabei und würden hier auch den Euro weiter niederprügeln. Der Australdollar meines Erachtens aber, wie gesagt, ja auch noch mit Zinssenkungen im Hintergrund. Also ob das hier der direkte Ausbruch nach unten wird, das bleibt mal abzuwarten. Aber grundsätzlich, Sie sehen es ja hier, enormes Potenzial auf der Südseite, sofern das Währungspaar hier nicht sich stabilisiert. Gut, das wäre es gewesen für den heutigen Devisenradar. In der Beschau zwei Währungspaare, die durchaus interessant daherkommen. Und insofern bedanke ich mich jetzt für Ihre Aufmerksamkeit. Will nochmal auf den morgigen Live-Event hinweisen mit Jörg Schmidt-Schneider. Live-Trading, schauen Sie auf unsere Website, Live-Events, Webinare. Da gibt es was zu sehen, kostenlose Anmeldung. Ansonsten auch gerne heute Nachmittag das JFD-Devisenradar, wo wir uns dann auch noch anderen Währungspaaren widmen werden. In dem Zusammenhang, schönen erfolgreichen Tag an Sie, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.